ruin has come to our family. You remember our venerable house? Ja, also das Logo-Kanälchen natürlich auf Steam anschauen. Ich schicke dann hier so einen Link noch mit dazu. Darkest Dungeon ist halt schon ziemlich böse, das ganze Teil. Also Quests werden abgebrochen und die Helden werden sterben, und wenn sie sterben, dann bleiben sie tot. Sie haben mega Stress in so einem Dungeon, kriegen Psychosen, werden aggro und so weiter und fort. Ja, ich zeige mal hier einfach einen Durchlauf sozusagen. Man hat hier drei verschiedene mögliche Kampagnen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den hier. Fangen wir mal an. Du bist immer in der Stadt, im Dorf sozusagen, und musst dann so Helden, die dort immer erreichen, mit verschiedenen Klassen, also angefangen von vom Tank, Beastmaster, Hexen, Heiler, Paladine und so weiter und so fort, kannst du wirklich alles Mögliche einsetzen dort und musst du den Grund zusammenstellen. Our estate was the envy of this land. Hier hast du zum Beispiel die Abbey, das Kloster. Hier kannst du Stress abbauen, beten, dich flagellieren, also mit auspeitschen und so weiter und so fort. Hier kannst du deine Kampfsachen erhöhen, und hier kannst du dann zum Beispiel Waffen und Rüstung. Du hast dann natürlich das Sanatorium, da kannst du dann so Geisteskrankheiten abbauen. Und wenn du dich irgendwie angesteckt hast, kannst du da das loswerden. Hier in der Taverne kannst du auch stresslos werden. Kannst saufen gehen, rumhuren, spielen. Ja, und hier kannst du natürlich dann so rare Verbesserungen für deine Helden einkaufen. Und hier kannst du neue Helden rekrutieren. Du kannst also so, was weiß ich, Grave Robber, den Houndmaster, noch einen Grave Robber. Und du kannst sie dann auch loswerden, wenn du willst. Und ja, also ich habe jetzt hier zum Beispiel, was weiß ich, den meinen Helden hier, der hat hier schon ziemlich Stress. Dem könnte ich jetzt hier nichts verpassen. Schaden im Kloster auch nicht. Der ist schon irgendwie. Und ja, jetzt gehen wir doch mal ein bisschen spazieren. Also hier haben wir verschiedene Sachen, die wir anfangen können. Je nach Schwierigkeitsstufen. Ja. Also zum Beispiel die Warrens, ja. Also kannst du mal hingehen. Und da musst du 90% aller Räume irgendwie freiräumen. Jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, du hast jetzt hier verschiedene Helden. Ah ja, wenn sie zu hoch sind, die entsprechenden Sachen, dann kannst du sie nicht nehmen. Jetzt nehmen wir deine Heilerin und musst du dann ausrüsten, deine Leutchen. Und angefangen von der Schaufel, so zwei Stück, musst du erstmal Essen mitnehmen. Also ich nehme meistens immer wirklich voll mit. Du kannst dann das wieder verkaufen, was du nicht brauchst. Und ich nehme dann immer mindestens ein Stack, wenn nicht sogar anderthalb, zwei an Fackeln mit. Wenn das nicht die Monster einfach niedriger. Und ja, dann gehst du los. Ist das keine High-Grafik? Das ist alles turnbasiert, wie man hier sehen kann. Boah. Da nehmen wir erstmal die Klappe. To prosecute our war against the swine, we must first scout the squalid homes. Also, ich erscheine hier einiges
Ja, wollten haben, da habe ich hier Battle with Treasure. Ups, infiziert. Und such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Okay. Ja, jetzt kann ich hier sie heilen oder einfach mal erstmal. Gerade Stress hier im Hals sozusagen und hat dann sozusagen eine Psychose erstmal sich eingefangen. Und ich kann jetzt hier erst einmal ein bisschen rumheilen. Yeah. So, ein Crit. Maintain the offensive. A devastating blow. Confidence surges as the enemy crumbles. So. Ghoulish horrors. Brought low and driven into the mud. So, ich kann jetzt hier zum Beispiel verbinden. Dann ist das Bluten vorbei. Das Essen. Und hier lassen wir wieder an den richtigen Platz. Ja, und dann kann man hier looten. Meistens nimmt man dazu einen Schlüssel dann. Okay. Blutet weniger und hat 50% mehr das Essen und hier kann man dann zum Beispiel jetzt mal schauen, was die Karte sagt. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Hier gibt es auch Fallen übrigens, die sind, ja, ich sag's doch mal hier, oder? So, was gibt's denn da drin? Ui! So, und auch ab und zu mal eine Fackel wieder anmachen. Wenn es zu dunkel wird, werden die Monster einfach stärker. Und zwischendrin kann man dann natürlich auch Scouting machen. Und jetzt sieht man hier.
Hier ist dann eine Battle und gibt's gut. Sind überrascht, also haben wir gleich die Initiative. Man könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, irgendwie versorgt hier vier und zack, machen wir einen allgemeinen Heal. Onslaught. Destroy. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Okay. Das kriegt die Vestalin erst einmal. Jo, und jetzt lassen wir die hier wieder zurück. Die Grappe hat dann da mal was. Und schauen wir mal. Hier geht's lang. Hier. Weg. Da gibt's ein Battle. Und ja, dann schauen wir mal. Oh. Watch your step. Das ist jetzt eine interessante Battle. Der Blute lässt bluten normalerweise. Jawohl. Also die heben wir uns auf. Paranoid.
dann natürlich dann manchmal zu, wie soll ich sagen, interessanten Sachen führt. Nehmen wir mal. So. Oh, der ist gestunt. Machen wir hier. Das war jetzt umsonst geheilt. Ja, die sind jetzt hier irgendwie sehr gestresst teilweise, die Leute. Jetzt sollte auch fliegen. Und... Seize this momentum. Push on to the task's end. So. Und... Falle, ganz neu. Muss man mal schauen. Da, da. So. 90% der Räume müssen wir haben. Könnt ihr jetzt hier rüber gehen und dann oder hier, tak, tak, tak. Ja, rüber da. Und dann haben wir eine weitere Fackel. Alle Hunger. Gehen wir dann wieder in den Kampf. Hier sind wir schon lang gelaufen. Thank you.
dizzying blow to body and brain. Thump. At the very precipice of oblivion. Injury and despondence set the stage for or cowardice. One can sometimes find clarity in madness, but only rarely. Right. This expedition at least promises success. Okay. Bis jetzt haben wir hier einiges an. Gleich hier nochmal dahinter einen neuen Fight. So. Dann haben wir den Raum und dann sind wir durch. Nur noch ein Fight, genau. Und dann. Autsch. The ground quakes. Okay. Sehr schön. Die stresst halt hier sehr rum. Gib mal hier, jawohl. Jawohl. Jo, jetzt sind wir dann hier gleich durch. Mit dem erstmal sozusagen die alle verarzten müssen. Yes! Und be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Kannst du hier weitermachen oder zurück? Ja, und dann gehen wir jetzt zurück. The twisting tunnels seem a little less impossible. Und mit diesem Zeug hier kannst du so Verbesserungen und so weiter.
Haut mehr rein, aber hat dafür. Scurvy. Also. Krankheit. Gibt es da noch einen Activity Log, was hier passiert ist? A crawling chaos that must be destroyed. Genau. Kannst das also hier hingehen ins Sanatorium und erstmal Stress abbauen hier. Schauen wir mal, wen haben wir denn hier? Ja. So. Geht nicht in die Bar. So. Kann ich hier natürlich hier jetzt mit anderen noch irgendwo zum, ja, die ist zum Saufen geschickt worden, hier den hier, so, kann man auch nichts weiter machen. Jo. So weit, so gut. Man kann sich das Spiel schon mal anschauen und es ist auch sehr interessant. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.